Servus Leute und herzlich willkommen zum königlichen Spiel. Wir sind zu Gast in Santiago Bernabeu, natürlich beim Real Madrid. Das ist das Rückspiel des Champions League Halbfinals. Und ja, ich habe den Jungs gesagt, wir schaffen die nächste Runde. Was soll ich den Jungs auch anderes sagen? Wenn wir es nicht schaffen, auch nicht schlimm. Und Valessa! Vorlage Wolski, Valessa 1-0. Lol. Der Underdog schlägt zu. Wir führen jetzt. Unglaublich. Wow, Benzema prügelt den Ball an die Latte. Ach, schade, abseits. Ich hab den Jungs ja auch gesagt, scheißegal, ob sie es schaffen oder nicht. Also, mein Gedanke war scheißegal, ob sie es schaffen oder nicht. Das bisschen Moralverlust ist jetzt nicht so die Tragödie. Deswegen gehe ich volles Risiko und sag denen einfach, wir schaffen die nächste Runde. Knappes Abseits. Cristiano Ronaldo wird gelegt. Von Kopunui muss das gewesen sein. Nein, von Nabiliari. Ganz frühe gelbe Karte. Ja, Cristiano läuft. Ja, schicke Schuhe übrigens. Schießt selbst. Redback ist da. Kumbes. Wolski. Quarci kann sich durchsetzen. Valessa knallt das Ding unter die Latte. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Was haben wir da für eine Monstertruppe? In der Liga total unterfordert. Und hier prügeln wir einfach mal Real Madrid weg. Da klappt bei denen aber auch mal gar nichts. Hammergeil. 2-0, genauso wie wir auch im Hinspiel geführt haben. Aber ich hoffe, es klappt dieser beste Kovacic. Ja, schade. Jetzt dürfen wir bloß keine Fehler machen. Schön, Bugaidis gegen Karim Benzema. Chikwacik, Wolski, Wolski auf Valessa und wird gelegt. Gelbe Karte für Varan. Auch klasse Verteidiger, auch in der Realität. Kam jetzt aber nicht mehr so zum Zuge bei Real Madrid. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, die abgefangen. Wolski. Ah, schade. Ja, jetzt kommen die langen Bälle. Oh, Valessa. Oh, Mann. Da wollte er lupfen, aber Diego Lopez hat es gerochen. Yes! 0-3. Die Abwehr komplett überfordert. Komplett. Super Laufwege. So wie ich es mir das gewünscht habe. Cristiano Ronaldo komplett abgemeldet, aber jetzt vielleicht. Ah, und dribbelt sich ins Aus. Kumbes, schön aufgepasst. Ja, leider abseits. Unglaublich. Ich kann es hier gerade nicht fassen. Kumbes fischt einfach mal alles weg. Ja, die jetzt auch noch mit einem schönen Lupfer, unglaublich. Komplett überfordert, die komplette Mannschaft. Kumbes schon wieder. Schon wieder Kumbes. Ah, Gandolfo. Kumbes. Legt. Karim. Benzema. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, Benzema. Ja, gut. Laufweg gestellt. Passt schon. Ja, Cristiano Ronaldo. Solche Dinge kriegst du gegen Redback aber nicht rein. Lichnowski.
Gandolfo, die wollen jetzt nochmal vor der Pause ein Tor machen, aber das klappt nicht. Wow, was für eine erste Halbzeit. Manchester City 0 zu 4 gegen Chelsea. Leck mich fett. Loben, motivieren, loben, motivieren, motivieren. Kumbes mit einer 4. Absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Also, unglaublich. Wie viele Bälle der abgefangen hat. Spieler, Ballgewinne. 3 abgefangen. Gott, so wenig Stats, ne? Traurig. So. Sehr gut, weiter so. Habe ich alles gemacht? Ja. Ich werde den Seiler jetzt reinbringen. Ich werde jetzt den Heubierg reinbringen. Kein Risiko. Kamil Wallesa mit einer 2. Quatschik mit einer 2,5. Soll ich die laufen lassen oder nicht? Ich lasse sie nochmal laufen. Wolski mit einer 2. Ich pack einfach mal den Hähnen rein. Den Seiler, so wie ich das schon in der vorletzten Folge gesagt habe, dass wir den jetzt noch ein bisschen fit kriegen. Und vielleicht kommt er ja noch auf einen Marktwert von, weiß nicht, 5 Millionen und dann verticken wir den. Oh, Gottes Willen, du Wallesa. Unglaublich, 17 Tore im Wettbewerb. Eine absolute Tötungsmaschine. Guck, wie er den einfach wie ein kleines Kind stehen lässt, den People. 0 zu 4 gegen Real Madrid. Unglaublich. Ja, Cristiano seine Position. Oh, ich hab den drinnen gesehen. Unglaublich. Modric auch komplett abgemeldet. Mit solchen. Ja, aber nass. Unnötige gelbe Karte. Grant Berg schön abgepasst. Nochmal weggefaustet. Sehr geil. Ja, Sergio Ramos nur mit der alten Langhaarfrisur. Ja, Grant Berg mit der dritten Faustabwehr. Langer Ball auf Kovacic. Er kriegt den noch. Sehr schön. Seiler. Ah, abseits, abseits, Mann. Ja, so ein, vielleicht so einen schönen Assist gehabt. 5-0. Kami Wallesa mit der Vorlage. Leck mich am Arsch, Mann. Scheiße, ich hab schon komplett gewechselt. Jetzt echt? Seiler, Heubierg und Hähnen? Ah, scheiße. Oh, Mensch, das wäre jetzt ein guter Moment gewesen. Nicht, dass die Note gleich nur droppt, ne? Muss ja nicht sein. Weil er ist mit der 1, wahrscheinlich knapp eine 1, wenn er gerade so auf die 1 gesprungen ist. Oh, Cristiano Ronaldo, wow. Also das war ein Cristiano Ronaldo, den wir echt kennen. Das war echt krass. Alter Schwede, ey. Alter. Aber das war echt richtig geil. Muss man sagen. Nicht schlecht. Oh, Eriksen. Vom Ajax Amsterdam gekommen.
Ah, Grundbeck ist da. Jetzt werfen die alles nach vorne. Hätten die schon längst machen sollen. Aber meine Truppe wird ja also auch ein bisschen langsam schwach. Seiler mit dem langen Ball auf Kovacic. Auf Hähnen, Hähnen. Yes! Klasse. Michał Kovacic vorgelegt. Kleinen Knick gemacht. Zack. Ganz knapp. Ins linke Eck. Von ihm aus gesehen. Wow, also ich bin komplett sprachlos. Wir zerstören hier Real Madrid. Die einfach... Ja, ihr Konzept nicht richtig durchsetzen können. Schön gemacht von Cheek. Bei dem läuft's auch. Die haben ja irgendwie keine Ideen oder sowas. Keine richtige Strategie. Oh, weil... Alter Schwede, habt ihr das gerade gesehen? Guck mal, zack. Zack. Nochmal angenommen hat er den auch noch. Alter Schwede, Mann. Ich möchte jetzt hier nicht vom Realismus sprechen. Ne? Obwohl wir 1:7 gegen Brasilien auch gewonnen haben. Ne? Aber, es ist ein Spiel, ganz klar. Aber man hat auch, man muss auch wissen, wie man irgendwie den Gegner aushebelt. In diesem Spiel. Und das habe ich somit getan. Ah, schade, wollte mal querlegen. Heubjerg. Valessa. Nee, wurde gestört. Das Spiel ist vorbei. 1:7. 1:7. Gegen Real Madrid. Sieben Schüsse aufs Tor, sieben Buden gemacht. Unfassbar. Unbelievable. Na? So. Die Offensive. Sehr schön. Hähnen wieder mit einer 2. 2,85. Kovacic mit einer 1. Absolut verdient. Ist es auf einer 2,36. Ja, Wolski wahrscheinlich mehr oder weniger gleich. Ja, 2,23. Valesa auf einer 2,52. Hat er einen Marktwert jetzt mittlerweile auch noch gewonnen? Ne, 7,5. 7,3. Wow. Einfach nur wow. Cobes, ein bisschen verkackt wegen seiner Note, wegen seiner Karte. Wäre vielleicht auf einer 3 gewesen. Die Verteidigung war, fand ich jetzt aber auch nicht so schlecht. Loftus Cheek, ja, finde ich auch. Sehr starkes Spiel gemacht. Auf jeden Fall. Mit, fast mit einer glatten 3. Wie sieht's denn mit Nabil Yadi aus? Oh, bisschen schlechter. 0,4 schlechter. Ja, klasse. Und wir spielen gegen Manchester City. Die haben insgesamt mit 6:0 gewonnen. Wir haben mit 9:3 gewonnen. Und das Finale bedeutet wie folgt. Oder heißt wie folgt. Polonia Bytom gegen Manchester City. Nice. Europa League. Spielt noch. Aber die Halbfinals. Das erste Halbfinale hat Sporting 2:0 gewonnen. Und Paris Saint-Germain 2:0 gegen Juve. Mal gucken, was daraus wird. Gibt es auch noch zig andere Pokale. Oder Champions League. Champions League ähnliche Pokale. Und noch Liga-Pokale und so weiter und so fort. So. Polonia Bytom hat bereits das 50. Pflichtspiel.
in dieser Saison bestritten. Ja. 35 Millionen. Lol. Hinweis auf Sonderprämie-Einsatz. Ja, Bogeldes kriegt 23k von uns. Statusverletzung, 2 Wochen Grischok, Pokalprämie, ne, haben wir alles gesehen. Nächste Spieltag und alte Dinger. So. Zusätzliches Budget. Durch die zusätzlichen Einnahmen internationalen Wettbewerb erhalten sie vom Vorstand weitere 10,6 Millionen für ihr Reservebudget. Boah, leck mich am Arsch. Angebot für Igor Lichnowski, à la Werder Bremen, hallo. Alexander Banas hat alle Trainingsziele erreicht, ja, um 5 Höhen. Sie hatten es gewusst, die Zukunft gehört Grant Beck. So, vor über 2 Jahren hatten sie Grant Beck versprochen, dass die Zukunft ihm gehören würde. Jetzt ist er Stammspieler und alles ist gut. Er hat viel Vertrauen in sie gewonnen. So. Ein paar Leute haben Interesse an mir. Ja, gut, ne? Komm mal verstehen. So, Lichnowski. Lange Zeit. Bisschen schwächere Moral. Transferstatus müssen wir mal eben evaluieren. Auf jeden Fall. Wie schon hier angelabert. Gibt es noch ein bisschen zusätzlichen Geldboost hier. Was für schöne Anlagen, ne? Guck mal, 7,5, 7,3, 17,8. Ah, das ist doch wunderschön. Und haben jetzt 35 Millionen auf dem Konto. Können verschieben. Finanzen. Haben. Und kann hier jetzt verschieben. Ich mache hier Gehälter. Und erlaubt es Ihnen Budgeterhöhung von 11 Millionen. Ich will aber nur. Oh. Ich will aber nur verschieben. Warte mal. Okay, das ist Reserve. Warte mal. So. Also, Budgetveränderung. Gehälter 20,4. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Transfers 4,2. Infrastruktur 3,4. Waren das die alten Stats oder was? Eine Budgeterhöhung von 11 Millionen, ja, machen wir das mal. Also. Machen wir mal hier so. Warte mal, erstmal Infrastruktur, würde ich sagen. Da hast du hier 500.000, 1 Million. Da hast du hier schon mal 5 Millionen. Und hier machen wir. Nee, hier machen wir mal 3,5. Und hier machen wir so, dass wir so hinkommen. So, Vorschlag genehmigt, Ihre Angenehmigung und zusätzlich 9,5 Millionen. Sehr schön. Es läuft. Das heißt, wir können später in aller Ruhe die Infrastruktur weiter ausbauen. Und wir können uns tatsächlich Kupunui krallen. Ja. Vertragsgespräch. Warte, war das Vertrag, lief? Nee, das lief nicht. Ich meine irgendwie, dass der, dass es abgebrochen worden ist. Weil, weil ich ja keine Kohle hatte, ne, keine Gehälter.
Ja, dann müssen wir den sofort holen, wenn er weg ist. Ne, dann holen wir uns den sofort wieder. Es sei denn, es gibt hier irgendwelche anderen tollen Spieler, die Lust hätten, zu uns zu kommen. So, wir gucken uns aber nochmal die Spielersuche an. Vielleicht hat der Einzug ins Finale ja irgendwas gebracht. So. Maximal machen wir mal 27. Wer weiß, was da für Granaten sind. Nur realistische Transfers. So. Boah, auch gerade mal nur auf die 70. Aber Matti Steinmann. Ich glaube, den hatte ich ja schon mal im Blickfeld. Beziehungsweise im persönlichen Blickfeld, ich selbst. Nicht schlecht. Aber da sind wir momentan gut besetzt. Aber der ist auch nicht schlecht, ne? Aber kein Bedarf. Und der Rest auch nicht so wirklich. Das Problem ist ja einfach folgendes. Wir haben Spieler gehabt, die sehr, sehr schwach waren. 60, 65 und so weiter. Die haben wir jetzt alle auf diese Stärke gekriegt. Das sind Werte, die eigentlich für unsere Mannschaft unrealistisch sind. Solche Spieler kannst du dir jetzt nicht kaufen. Die kommen einfach nicht zu dir. Hast du ja gerade gesehen, ne? 70. Oder hier 84, 85. Das ist einfach unrealistisch. Die kommen nie zu dir. Auch wenn du hier super Perspektiven hast. Und deswegen ist es jetzt schwer, sich zu verstärken. Weil du kannst dir jetzt klar einen 65er kaufen, den kriegst du ja wie Sand am Meer, aber den musst du halt hochziehen. Kann sein, dass er sich so gut integriert, dass er einfach die Leute, die um ihn herum, die Pässe von ihm gut annehmen. Oder, also die Pässe von ihm kommen gut an, oder dass die Pässe von den Mitspielern gut an ihn, so gut sind, dass er keine Probleme hat, sie zu verwerten oder zu verarbeiten. Und das sind solche Punkte, die muss man beachten, weil das ist, ne, so ein Kombess kannst du dir nochmal kaufen irgendwo, wahrscheinlich, aber nicht mit diesem Talent zum Beispiel. Und damit musst du halt eben arbeiten. Okay. Ich wollte aber nochmal eben in den Transfermarkt nochmal reinschauen und wollte 3 Sterne machen. Ja gut, einen 71er. Ja gut, ein paar andere 70er gibt's hier auch noch. Schauen wir uns nochmal eben bis 20 an. Ein 6er. Geht lange Wege. 2 Millionen. Nee. Da setze ich lieber auf meinen Stepinski. Spielt immer noch bei Widzew Łódź. Vertrag bis 2020. Auch klasse. Top-Geschwindigkeit. 80, 78. Aber wir schauen uns aber die Transfers wahrscheinlich erst in der nächsten Saison an. Kann sein, hier kann sich immer nur minimal was verändern. Aber nichts Großartiges. Ne, die Prestige muss hier steigen. Vor allem international. Und national gibt es jetzt hier nicht so tolle Spieler. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich wollte. Ach so, die Geschwindigkeit meiner Spieler abchecken. Ja, hier, guck mal, das ist sehr gut. Über 80, sehr, sehr schnell. Kohatschik. Ja. Ne, wird auch immer schneller. Hähnen war sowieso schnell. Ja, Antritt. Sehr gut. Schnelligkeit muss noch ein bisschen dran gehobelt werden. Der Vertrag war doch mit Option für 2 Jahre, genau. Masek war auch ganz schnell. Schnelligkeit muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ich möchte ihm eigentlich jetzt mal so eine Chance geben. Aber hier, guck mal, der hat gerade hier so einen Lauf. Die muss ich einfach mal jetzt. Da, ich mach mal so. Zack.
und jenen packe ich jetzt einfach mal ins offensive Mittelfeld und werde ihn dann in-game, werde ich ihn dann in den Sturm setzen. Ja, damit er halt Skills für den Sturm weiterentwickelt und nicht für das offensive Mittelfeld. Und dann passt das schon. Okay, gut. Das war's auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer. Und haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Spiele, die wir noch hier abfertigen müssen. Ich bin sehr gespannt, was noch auf uns zukommt. Ich bin auch gespannt hier auf Kumbes. Seine Entwicklung ist schon bei 58. Sehr euphorisch, also bei dem läuft's. Na? Ich werde jetzt offscreen... Ah, nee, komm. Großes Lob. Machen wir noch hier. Seid ihr noch mit dabei? Den werde ich jetzt noch... ein Versprechen geben, hier hinten. Superform, bald spielst du, zack. Damit du auch wirklich top motiviert bist. Lichnowski ebenfalls gut trainiert. So. Mavros. Bist von Anfang an mit dabei. Ebenfalls gut trainiert. So. Schauen wir uns mal an hier. Ja, sieht sehr gut aus. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!